rekapitulieren wir. Der Dschungel ist von einer gefährlichen Substanz überzogen, die bei Flüssigkeitskontakt die ganze Vegetation zerstört. In einem Monat ist Regenzeit. Die gesamte Vegetation wird dann kahl rasiert. Was habt ihr gegen kahl rasiertes? Ist alles, was kahl rasiert ist, hässlich? Na los, vorwärts, gehen wir. Wir müssen da lang. Das ist eine extrem weite Strecke. Ich hab Durst. Die Quelle ist vergiftet. Ihr dürft nicht einen einzigen Tropfen davon trinken. Harry hat wahnsinnig viel Durst. Wir müssen zum schlimmsten Ort des Planeten. Es ist ein sehr gefährlicher Ort. Wie gefährlich denn? Hey, Platz da, hier gibt's Leute, die arbeiten. Jetzt warten wir ja schon seit einer Stunde. Okay, wir sagen, dass wir uns verlaufen haben. Wir können gern Kung-Fu gegeneinander kämpfen. Harry hat keine Bananen mehr. Bitte sehr, Tiefkühlbananen. Im Moment gibt's nichts Besseres. Nichts zu danken, Harry. Jeder Plan hat seine Fallstrecke. Ja, wir werden es erschaffen. Seine Hindernisse. Und in unserem Fall sind es die Dschungelhelden. Wenn eure Freunde weiter so brüllen, lösen sie noch eine Lawine aus. Hey, Jungs! Hört auf, so zu schreien! Oh ja, hört auf, so zu schreien! Hey, Freunde! Eddie hier von Filmbuzzer. Mit dem Kinostart am 28. März 2024 präsentiert Die Dschungelhelden auf Weltreise eine fesselnde Fortsetzung der beliebten Dschungelhelden-Saga, die sich erneut als unterhaltsames Familienabenteuer beweist. Unter der erfahrenen Regie von Laurent Brou, Yannick Moulin und Benoît Saint-Ville entführt dieser Animationsfilm das Publikum auf eine humorvolle und spannungsreiche Weltreise, die mit einer Laufzeit von 115 Minuten nicht nur für das junge Publikum gedacht ist. Die Geschichte knüpft an die vorherigen Abenteuer an und stellt die Dschungelhelden vor eine ihrer größten Herausforderungen. Ein mysteriöser Superschurke bedroht mit einem explosiven Pulver ihre Heimat und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, um ein Gegenmittel zu finden. Diese Prämisse ist nicht nur ein effektives Vehikel für Spannung und Abenteuer, sondern auch ein cleverer Ansatz, um die Charaktere und ihre Beziehungen weiter zu vertiefen. Insbesondere die Romanze zwischen Maurice, dem Pinguin, der sich für einen Tiger hält, und Camellia, einem energiegeladenen Gürteltier, fügt eine charmante und humorvolle Ebene hinzu, die das Herzstück des Films bildet. Die Regisseure haben geschickt eine Balance zwischen Humor, Action und emotionalen Momenten gefunden, wobei die technische und visuelle Qualität des Films bemerkenswert ist. Die Animation ist flüssig und detailreich, was die lebendige und farbenfrohe Welt, in der die Geschichte spielt, zum Leben erweckt. Die kreative Energie des Teams hinter Tat Productions, angeführt von David Allo, Eric Tosti und Jean-François Tosti, ist in jeder Szene spürbar und verleiht dem Film eine frische und dynamische Atmosphäre. Die musikalische Untermalung von Olivier Cussac trägt wesentlich zur Stimmung des Films bei und unterstreicht sowohl die actionreichen als auch die ruhigeren, emotionalen Momente effektiv. Die Soundeffekte und der Ton, verantwortet von Eric Sampieri und David Vincent, sind ebenso hochwertig und sorgen für ein immersives Erlebnis, das die Zuschauer direkt ins Geschehen zieht. Die Charakterentwicklung ist ein weiteres Highlight des Films. Maurice und seine Freunde werden mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die sie nicht nur physisch, sondern auch emotional testen. Die Einführung neuer Figuren wie Camellia und ihr Vater Albert bereichert die bestehende Dynamik und bringt frischen Wind in die Erzählung. Die Liebe zwischen Maurice und Camellia, gepaart mit den individuellen Geschichten der anderen Charaktere, verleiht dem Film eine Tiefe, die über das übliche Animationsabenteuer hinausgeht. Trotz einiger vorhersehbarer Elemente und einer Formel, die dem Genre treu bleibt, schafft es, die Dschungelhelden auf Weltreise das Publikum zu unterhalten und zu engagieren. Die Mischung aus Witz, Herz und Spannung macht den Film zu einem vergnüglichen Erlebnis für die ganze Familie. Während der Film vielleicht nicht die Grenzen des Animationsgenres neu definiert, bestätigt er doch die Fähigkeit von Tat Productions, unterhaltsame und visuell ansprechende Filme zu kreieren, die sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprechen.
Die Dschungelhelden auf Weltreise bietet ein solides und genussvolles Kinoerlebnis, das die Tradition seiner Vorgänger fortsetzt und das junge Publikum sowie Familien gleichermaßen anspricht. Es ist ein Beweis für das Talent und die Kreativität des Teams hinter Tut Productions und ein willkommener Beitrag zum Animationsfilm, der mit seinem Charme, Humor und Abenteuergeist überzeugt. Verpasse nicht den Kinostart von Die Dschungelhelden auf Weltreise am 28. März 2024. Ein Abenteuer, das beweist, dass Mut, Freundschaft und Humor keine Grenzen kennen. Perfekt für einen unvergesslichen Familienkinoabend.